Hola, Luis hier. Seid ihr noch da? Ich wollte heim, aber Ashley bestand auf einem Abstecher zur Burg. Perfekt, ich habe nämlich ein Geschenk für euch. Medizin, die das Fortschreiten eures Problems verzögert. Wo sollen wir hin? Mal sehen. Komm zum Burghof, weiter drinnen. Wir treffen uns dort. Ciao. Und damit herzlich willkommen zurück zu Resident Evil 4 auf Profi. Schon klar. Wir sollten wohl besser los. Also das Remake, versteht sich. Wenn mir geht, was euch gefällt, lasst einen Daumen hoch und abonniert mich sehr freuen. Und vielen Dank dafür, dass ihr das Let's Play so annehmt, wie es ist. Ich weiß, es ist ein bisschen lame, im Endeffekt reden wir warum zu laufen, aber glaubt's mir, es ist die richtige Entscheidung. So, hier gab's noch irgendwas hinten dran, das wir nicht mitnehmen sollten. Auch im Original gab's hier dann übrigens Stuff zu finden. Und eine Schlange, die ist hier aber nicht mehr da. Ein alter Kompass, sehr schön. Oh, die Burg, die Burg. Ich bin noch ein bisschen zwiegespalten, ob ich mich hierauf freuen soll oder nicht. Ich meine, das ist auch schon ein Veteran, ziemlich kacke. Ich brauche nichts Neues von dir. Das kannst du haben. Bam. Wir sind fast pleite. Kann ich noch irgendwas tunen eigentlich? Weiterhin viel Glück, Fremder. 60.000 kostet das. Ja, das Ticket hebe ich auf für was anderes. Habe ich überhaupt genug Munition für die Schrotflinte? Ich habe 14 Schuss. Plus 12, 26 Schuss. Das ist nicht wirklich viel. Messer noch verkaufen übrigens. Warte mal ganz kurz hier. Ich habe Messer, Küchenmesser. Das ewige bekommst du nicht, das ist ja klar. Müsste ich zurückkaufen und voll einen kompletten neuen Tune. Brauche ich noch was? Irgendwas nicht von hier. Hühnerei, Schießpulver. Kann ich gebrauchen. Ich kann das Spezialticket verkaufen für 10.000. Ja. Wird nicht passieren. Okay, let's go. Wir haben ja den Vorteil, dass Ashley nicht erhundet werden kann. Aber wir haben einen riesigen Nachteil. Und zwar, dass wir den Raketenwerfer ja nicht direkt vor unserer Nase einsetzen können. Da. Ende im Gelände. So, hier würde gleich ein Supermutant auf uns zukommen, der uns dann auch instant killen kann. Der da nämlich. Aber auf den haben wir keine Lust. Aber auch für die Kollegen habe ich meine Striker soweit voll getuned, weil die und die Käfer können sehr schnell an einen rankommen und dann ist der Raketenwerfer ein bisschen nutzlos. Das darf man nicht vergessen. Den kann man nicht aus nächster Nähe einsetzen. Macht nur die Weste kaputt und das muss nicht sein. Aber jetzt war ich auch unten rechts in der Ecke, unten links in der Ecke. Ich weiß es gar nicht mehr. Ich habe nicht nachgeguckt. Muerte. Muerte. Ja, so mich auch. Oh, daneben. Da. Aufgeräumt. Bleib ruhig liegen. Ah, diese Stelle, ne? Den wunderbaren Katapult. Kann ich das eigentlich schon zerstören? Das Katapult bin ich. Ich sehe es ja. Anscheinend nicht. Bewerten wir das mal als ein Nein, kann ich nicht. Ja, nicht mehr lange, Ashley. Keine Sorge. Das war eins. Da hinten ist das nächste. Da oben ist noch eins, das weiß ich. Ich sehe es nur nicht von hier. Ah doch, da! Oh Mist, daneben, ich habe nicht getroffen, jetzt aber. Ja, okay. Es gibt aber noch eins, es ist da hinten irgendwo. Da komme ich von hier aber, glaube ich, gar nicht ran. Oh shit. Komm nicht so nah an mich ran, Kollege. Das ist immer die Gefahr, wenn man die an sich rankommen lässt. In der Burg kann das sehr schnell passieren. Wow, oh Gott. Wo ist das Ding da hinten? Habe ich kaputt gekriegt? Nee, ne, habe ich nicht daneben geschossen. Scheiße. Yes! Okay. Erledigt.
Was? Ashley, komm mal her. Ah, da ist einer. Sonst noch einer? Da will er mal, warten noch nicht. Er ist ein dummes Arschgesicht. Oh Mist, hätte ich nicht machen, wenn ich runterspringen können. Hätte ja runterspringen können. So. Mit der Kanone kann man, glaube ich, echt sogar töten, trotz Ritterrüstung. Und wenn sie direkt vor die Kanone sich positionieren lässt und dann mit der Kanone auf sie draufballert. Ja, das war jetzt unnötig, dieser Umweg hier. Also für einen Speedrun macht das nicht. Da könnt ihr mit dem Rocket Launcher direkt runterballern und das Ding direkt hochschießen. Ja, war jetzt ein bisschen unsinnig, aber hey, wir werden trotzdem sehr schnell durchs Kapitel durch sein. Normalerweise müsst ihr eben hier lang gehen und dann mal hier durch. Da ist noch wer, ich hab's gerade gehört, da ist auch wer. Kollege, mach dich mal ab. Ashley, wo bist du? Wo kommt denn da einer? Ja, Schnauze. Könnt ihr auch mit der Kanone abschießen? Ist sogar ein bisschen. Da kommt sogar wer. Ja, baller mal hier drauf. Boom, so. Das war's. Los! Okay. Der lernt immer stehen, sagt sich, nö, okay, der hat eine Kanone, ich komm mal über dich ran. Passt schon. Bisschen Schießpulver mitnehmen, paar Peseten mitnehmen. Wie gesagt, 60.000 für die Striker. Und dann brauchen wir noch mehr für die. Wahrscheinlich mehr für die beiden Special Weapons, die wir noch kriegen, im BNS-Rang rausholen. Und hier gibt es auch noch 5 blaue Medaillons zu holen, die brauchen wir aber auch nicht. Ja, ich weiß, du bist hier, geh mir nicht auf den Keks. Wisst ihr was? Ja, ich mal gucken, wie es klappt, wie es läuft. Herzlich willkommen in meinem Schloss. Welch eine Ehre, Sie endlich kennenzulernen. Mr. Kennedy. Wer zur Hölle bist du? Ich? Oh, bitte, nennen Sie mich Ramon. Lassen Sie mich gleich zum Punkt kommen. Ich möchte, dass Sie mir das Mädchen übergeben. Jetzt. Tja, netter Versuch, Ramon. Aber ihr geht's gut. Bei mir. Mr. Kennedy. Mr. Kennedy. Wie nobel. Sie werden jedoch verstehen, dass wir das Mädchen brauchen. Mit ihr als Quelle werden die Vereinigten Staaten und dann die Welt von seiner Gnade erfüllt werden. So der Wille meines Gebieters, des heiligen Lord Buckler. Also, Sie werden gehorchen. Ja? Niemals! Du hast sie gehört. Wie bedauerlich. Sorgt dafür, dass sich unser Gast wohlfühlt. Erfüllt seinen Wunsch nach dem Tod. Ab jetzt ist der Spaß vorbei, Leute. Das Dorf war noch relativ gemütlich. Aber hier drin... Leon. Bleib dicht bei mir. Erwartet uns die ein oder andere beschissene Stelle. Wirklich beschissene Stelle. Beweg dich mal, Ashley, da kommen nicht noch welche von hinten. Hey, das hat funktioniert. Gut, hier gibt es Schätze zu holen, jede Menge. Also hier hin kommt man auch wieder nochmal zurück, wenn man es nicht verkackt. Ich habe das öfters verkackt. So, wir haben fast die 60.000 zusammen. Sehr gut. So, Ashley, hier rüber. Gut. Mann, bist du schwer in der Ritterrüstung? Oh, mein Kreuz! Oh Gott! Das schreibe ich deinem Vater auf die Rechnung. So, ein Schatz könnt ihr hier dann gleich mitnehmen, wenn ihr hier rumgeht nach da hinten. Es soll ja keiner hinterher sagen, ich hätte euch nichts gezeigt und wäre hier nur blind durchgerannt. Das ist natürlich nicht der Fall. Bisschen was, wenn auch nicht viel, zeige ich euch trotzdem. Und wie immer gilt, wenn ihr gerne einen Storyrun sehen wollt, dann sagt einfach Bescheid. Dann machen wir einen richtigen normalen Storyrun. Wir haben ja Story hier dabei, lass ich ja nicht weg. Aber dann
werden wir auch ohne endlos Raketenwerfer spielen auf Standard. Aber ich denke, das Spiel wurde jetzt schon so oft auf Standard gezeigt irgendwo. Das ist ganz okay, wenn ich mal so einen Run hier auf YouTube raushaue, oder? Wie seht ihr das? Ich denke, ihr seht das recht ähnlich. Ups, ruhig ist lang da. Lauf hier immer erstmal in die falsche Richtung. Wollt ihr das? Ich will was probieren, mich ist dann. Was war das? Die halten hier unten doch keine Tiere, oder? Naja, sowas ähnliches. Ich will mal wissen, ob ich den direkt ausschalten kann. Wir haben den Schlüssel. Klack, um. Aua. So, wo ist der Blindfisch? Mein Freund Garador. Klingt wie Pokémon, ne? Da ist er ja. Garador. Aber er kann hören, Leon, du Depp. Erstmal theoretisch, Kollege, könnte ich dich direkt wegballern? Und ich hätte gedacht, dass der gelockt ist, bis er vorne einen anrennt. Aber nein, du kannst ihn direkt töten. Gut. Das spart Zeit und Mühe. Normalerweise müsst ihr ihn hier vorrennen lassen und nie dann gegen ihn kämpfen. So haben wir uns das gespart. Man kann da übrigens direkt an die Kurbel gehen, wenn er einen nicht gesehen hat, nicht gehört hat und hier kurbeln. Er wird einen zwar hören, wenn es aber richtig anstellt, kommt nicht schnell genug weg. Dann kann er einen nicht kriegen. So. Man sollte aber immer töten, weil er eben Rubin fallen lässt und den kann man ja wunderbar in irgendwas einsetzen. Das haben wir aber gerade nicht, ne? Nö. Gut. Das ist aber noch der leichte Teil in der Burg. Du bist's nur. Ja, ich bin's nur. Nichts. Aber mit den Tieren lagst du gar nicht so falsch. Ja, die Tiere gibt's hier, Ashley. Und von denen werden wir noch ein paar weitere treffen. Also, zwei weitere auf jeden Fall. Ja, geht schon. Hier ist übrigens ein Mackelkopf normalerweise. Und zwar, wenn ihr euch hier hinstellt, da oben, da. Da seht ihr diesen Sockel noch. So, wir wissen, Kraut immer mitnehmen. Wir müssen jedes verdammte Kraut einstecken. Wir werden sehr viel Heilung an einer bestimmten Stelle brauchen. Denn wer das Spiel kennt, der weiß, es gibt einen Bosskampf, wo man ein perfektes Timing beweisen muss. Auf Profi dann, was das Kontern angeht und ja, okay, das ist jetzt ein bisschen. Sieh dir das an. Und das letzte ist der Adler. Da. Das Schwert mitnehmen und die richtige Reihenfolge hier ist auch ziemlich leicht. Das Goldschwert mit. Stecken das Goldschwert hier direkt mal rein. Wie kann man damit nicht anstecken? Goldschwert. Blutiges Schwert. Hier kommt das verrostete Schwert rein. Hier ist der Ritter ja schon tot. Ja, hier tötet er einen, deswegen blutig. Hier wird er zum Ritter ernannt, geschlagen. Was weiß ich. Und das ist natürlich sein eigenes Schwert. Und dann geht's hier auf. Mein rechtes Bein zittert gerade so blöd. Es ist halt nicht so warm, aber trotzdem, das ist ein bisschen nervtötend. Ich werde halt alt. Das ist das Alter. Ich werde zittrig. Und ein Goldarmreif für uns. Sehr schön. Machen wir die Tür auf. Sind wir wieder hier oben. Und jetzt ist es, glaube ich, das da. Kann ich das eigentlich von hier machen, wenn ich es geschickt mache? Und die Schlange. Jetzt müsste ich wissen, wo die Schlange ist. Die ist drüben, glaube ich. Aber kann ich das von hier erreichen? Ist die Schlange da drüben? War nicht die Schlange. Okay. Wo ist die Schlange, verdammt? Ich wollte jetzt einen Sniper, das wäre gut. Muss sie da drüben irgendwo sein? Das ist ein Adler. Ich will versuchen, ob ich das von hier hinkriegen kann. Das ist ein. Oder muss ich davor stehen, um überhaupt sagen zu können, das ist das oder das ist das? Warte mal, den Shortcut hier aufmachen. Hier ist ein Shortcut übrigens, ganz kurz. Da. Die wollen mich jetzt drüber springen. Du kannst von hier aus Stellen nicht erreichen mit der Schlange. Na gut. Uns einen Weg öffnen. Da ist die Schlange. Oh, ist das fies. Da. Ups.
verarschen? Du kannst doch nicht einfach auf einen Kronleuchter springen. Wer bist du, meine Mutter? So, das wäre das gewesen. Wir können nämlich hier durch. Und zur nächsten eigentlich beschissenen... Entschuldigung. Beschissenen Stelle kommen. Seien Sie gegrüßt, Mr. Kennedy. Sind Sie bereit, das Mädchen auszuliefern? Not answer, no. Ich habe mir erlaubt, etwas Unterhaltung für Sie vorzubereiten. Ja. Tschüss. Ich präsentiere. Der edle Ritter beschützt die schöne Prinzessin. Ja, ja, du mich auch. Sie sind hier. Ah, die Unterhaltung. So, kommt mal ran, du auf den Setting. Oh Gott. Ich hasse, die so schnell sind. Hat nicht geklappt, was? Trottel. Ey, da oben, ne? Das ist nicht erlaubt. Da. Sag dir, das ist nicht erlaubt. Meine Schutzweste, Mann! Ich hasse diesen Raum. Er ist so dumm. Lasst... Au! Langst mir hier aber. Wer will noch mal? Wer hat noch nicht? Er hat ein dummes Arschgesicht. Deswegen habe ich die Striker mitgenommen. Ah, so schnell an einen rankommen. Aber noch wer? Da langst jetzt langsam mal. Wie sieht's denn aus bei mir eigentlich? Die Kamera so dumm da drüber. Verdammt. Meine Schutzweste. Die rettet uns halt echt den Arsch. Die werden wir halt auch unbedingt brauchen. Oh, da unten sind noch ein paar Idioten. Aber wie gesagt, ihr seht ja, warum ich die Striker dabei hatte. Raketenwerfer ist halt nicht immer optimal. Er ist manchmal auch echt bescheuert. Was gibt hier noch mehr? Da ist noch einer, wie ihr sehen könnt. Aber auch da hinten ist noch irgendwo einer, wenn man hier durchballert. Jetzt muss ich, ob ich ihn da hinten erwische, wenn ich ihn so durchschieße. Ich höre noch einen, aber wo ist der? Hört ihr das? Wo bist du? Babsack! Bab, du Sack, wo bist du? Das ist ein rotes Kraut, will ich haben. Keine Ahnung, wo der ist, ne? Ist hier ums Eck rum irgendwo? Ja, mir egal. Wir haben keine Zeit zu verlieren, dann wollen wir immerhin S-Rang holen, müssen uns ein bisschen beeilen. Ich hab schon genug Leben verloren. Lebt hier noch einer? Oh, ich hab's geahnt, dass ich ihn nicht erwisch. Flintenmuni, immer gut. Flintenmuni. Oh Gott. Ist noch einer irgendwo, ich hab's gehört. Hauze. Ihr habt da kurz Zeit für. Ihr habt's eilig. Ich hab noch einen Termin. Der Schlossherr erwartet mich. Und meine charmante Begleitung. Da wo die Schoschone schön wohnen. Gott. Warte. Wo? Wo schon wieder? Ah, hier ist da. Alter. Alter. Nix da, AIS da. Noch irgendwo ein. Ja, die können Ashley eh nicht hochheben, was soll's. Kommt ruhig ran, drückt nur 5 cm, wenn er meint. Wollen jetzt mal vorsichtshalber wieder ausrüsten? Was willst du denn? Die kommen doch erst. Ey, Kollege. Komm mal ran, 5 cm. Ich hasse euren Scheiß. Oh Gott. Lass das, habe ich gesagt. Hä? Ich höre mal...
Scheiße, das habe ich jetzt riskiert. Ich musste, ich hatte keine Wahl. Ich hatte leider keine Wahl. Wo ist denn noch so ein verfickter, bescheuerter da hinten? Sag denn, lass das, du dumme Sa... Hat er meine Rakete abgeschossen? Willst du mich verarschen? Seit wann können die das? Schnauze! Was das jetzt? Gott! Ich hasse diesen Raum so sehr, ne? Weil er von allen Seiten angegriffen wirst und selbst mit dem Endlosraketenwerfer ist das hier einfach nur abgefuckte Mistscheiße. Sag ich mal deutlich. Noch sind wir nicht sicher. Das streckt das Kapitel auch unnötig in die Länge, ne? Ey, cool, Schießpulver. Und Peseten. Ich hab die 60.000 zusammen, wir können die Striker vollständig tunen. Sehr gut. Und jetzt kommt eine Stelle, die ist im Endlosraketenwerfer auf Veteran fast nicht zu machen. Oder nur sehr schwer, weil ihr müsst dann wirklich genau auf den Rand von dem Weg zielen, um Ashley nicht zu töten. Sonst ist sie tot. Und das ist halt ein bisschen doof. Und ich war hier in der Stelle mit nur dem Ding. Das war nicht clever. Deswegen macht das so wie ich. Hab die Striker und die Pistole dabei. Am besten die Retinol mit Schulterschütze. Oder die Blacktail. Die ist ein bisschen präziser, aber macht nicht ganz so viel Damage. Dann ist die Sache hier leicht. Aber nur mit dem Endless Rocket Launcher ist das echt bescheiden. Mach mal langsam hier, ne? Immer langsam mit den jungen Pferden. Was kommt da unten? Kommen dann auch gleich welche, das weiß ich. Da hinten will noch einer rauskommen, kann er vergessen. Wo sind die hier unten? Da kommt der erste. Bumm! Oh, flieg weg! Bumm! Flieg weg! Ja, lauf! Ich hab das hier schon im Griff, aber lauf! Die können dich eh nicht hochheben. Du dummes Arschloch, komm her! Komm her jetzt! So! Verreck! Noch wer? Noch so ein Schild, Heini? Aufhören zu rennen? Shit! Hör auf zu rennen, hab ich gesagt, so! Kollege, du kannst sie eh nicht hochheben. Was versuchst du da eigentlich? Warte, ich helf dir! So, Ashley, wie schaut's aus? Hast du es bald immer? Da kommt nämlich noch eine. Hä? Was willst du denn von mir? Bei mir ist überhaupt keiner. Bei dir ist jemand. Und der ist da hinten am Arsch der Emma. Wenn ihr euch fragen, wer ist Emma? Ups, daneben. Na, gibst du auf, ja? War vernünftig. Ashley? Gut. So, jetzt ist hier niemand mehr. Komm, Ashley. Ah, wenn man weiß, dass man sie nicht töten kann, ist das so viel angenehmer. Ich bin hier, glaube ich, 5 oder 6 Mal verreckt, weil ich sie dauernd aus Versehen umgebracht habe. Was überhaupt nicht geplant war, es ist einfach passiert. Ich habe jetzt in dem Kapitel keinen Erste-Hilfe-Spray gekauft, ne? Ja, danke. Doof, hätte ich dran denken sollen. Ich kann ja in jedem Kapitel einen Erste-Hilfe-Spray kaufen. Ich muss echt ein bisschen vorsichtiger werden. Ich bin zu ungestüm. Weil ich weiß, dass sie eine Rüstung anhat und es ihr nichts tun kann. Aber es kann ja mir noch was tun. Ich muss mich auf meinen eigenen Rat hören. Nimm die scheiß Schrotflinte. Dafür hast du sie. Im Nahkampf. Die ist so hochgezüchtet, die ist so stark wie eine Magnum. Die packt das schon. In die Striker geht doch viel rein. Kann ich eigentlich inzwischen mal wieder irgendwas craften? Ja, kann ich. Crafte doch mal Flintenmunition. Was hältst du denn davon? Dann laden wir doch gleich nochmal nach. So. Passt. Hey, bist du sicher, dass es dir gut geht? Ja. Gut. Wie das sagt. Ich glaube, wir sind richtig. Alles okay? Glaub schon. Statt sich um sie zu sorgen, sorg dich lieber um dich selbst. Törichtes Schaf.
Segle dich, Kind. Ashley. Du siehst das Messer bei ihr überhaupt nicht durch die Rüstung. Das war Kapitel 7. Ja, Leute, das lief jetzt nicht so hundertprozentig gut, wie ich das eigentlich vorhatte. Und auch viel zu lange gebraucht. Dreimal Schaden erlitten, einmal fast gestorben. Ich speichere mal eben auf Profi, wie immer. Und dann sage ich vielen Dank fürs dabei sein. Macht's nicht gut, macht's besser. Bis zum nächsten Mal, euer Schraubsel, dann in Kapitel 8. Und das wird. Ja, das wird okay. Bis dann, ciao.